Die Sägemühle läuft, wie ihr seht. Ja, das war das Ziel dieser Folge, das noch zu schaffen. Das haben wir geschafft. Hallo und herzlich willkommen zur 50. und voraussichtlich vorerst letzten Folge Medieval Engineers. Ja, warum letzte Folge? Das Problem ist, dass der Mike vorübergehend komplett ausgefallen ist, aus beruflichen Gründen. Er war ja am Renovieren und das hat er jetzt auch fast fertig. Nur leider hat sich jobmäßig da was ergeben und dadurch hat er erstmal keine Zeit, hier im Let's Play mitzumachen. Sinn und Zweck dieses Let's Plays war es erstmal, das Tutorial durchzuspielen, euch das zu zeigen. Das ist das Erste. Das Zweite war, wir wollten eine große Burg irgendwo auf dem Berg bauen. Das würde aber nur Sinn machen zu zweit. Zu zweit, dritt oder wie auch immer. Also zumindest nicht einer alleine. Weil das ist ganz einfach zu zeitintensiv und wäre für euch wahrscheinlich zu langweilig. Ja, ich habe gestern lange mit dem Mike gesprochen und bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dieses Let's Play zu beenden. Aber dahingehend zu beenden, dass ja, wir uns die Option offen lassen, falls sich in näherer Zukunft bei dem Mike doch wieder was ändert, dass er doch wieder mitmachen kann, dass wir dann weitermachen können. Sieht im Augenblick zwar nicht danach aus, aber zumindest haben wir beschlossen, uns diese Option offen zu lassen. Er hat gesagt, warum machst du nicht selber weiter? Muss ich gestehen, alleine habe ich zu diesem Let's Play keine Lust. Es ist ganz einfach so und sorry dafür, aber ich sehe da nicht unbedingt jetzt so den Sinn drin, das alleine, ein Multiplayer-Let's Play alleine weiterzuspielen. Und von daher, ja, wie gesagt, die Serverdatei wird gespeichert, wird auf Eis gelegt. Es ist nicht alles vorbei. Es ist ganz einfach eben nur so, dass ich hier alleine dann nicht weitermache. Sollte es in Zukunft, irgendwo in näherer Zukunft dann soweit sein, dass der Mike dann wieder da ist, dann besteht die Möglichkeit, dass wir das Let's Play hier wieder aufnehmen. Aber im Augenblick dann eher nicht. Oder sagen wir mal so, im Augenblick ist es erstmal bis auf Weiteres dann pausiert. Etwas anderes ist es bei dem Let's Play Space Engineers, was wir ja auch zusammen spielen. Da
da ist ja schon der Kalle ausgefallen, weil der hat ganz einfach keine Lust mehr. Er hatte sein Schiff gebaut, hatte das aus dem Blueprint gebaut. Ja, das Schiff ist fertig und dann ist das Ganze für ihn uninteressant geworden. Ist so und müssen wir so akzeptieren. Aber Space Engineers ist was, weil der Mike und ich ja sowieso schon getrennte Stationen hatten. Wir hatten zwar vor, irgendwann zusammenzukommen und aber da bin ich ja einiges noch am Rumprobieren und am Machen und da macht es dann schon eher Sinn. Und vor allen Dingen mir auch Spaß, das alleine weiterzuspielen. Wer das Let's Play Minecraft schon mal gesehen hat bei mir, ja, das spiele ich von Anfang an alleine. Auch das ist was, wo ich alleine Spaß dran habe. Und deswegen werde ich diese Let's Plays auch fortsetzen. Aber hier alleine finde ich ganz einfach, ist langweilig. Es sieht ja jetzt so aus, dass die Tutorials mehr oder weniger durch sind. Und ja, was soll ich hier alleine groß machen? Zwei Folgen lang Steine suchen, dann zwei Folgen lang irgendwelche Wände hochziehen und man sieht immer noch nichts. Und dann haben wir 10 Folgen und es ist nicht wirklich was passiert. Da sagt ihr auch, habe ich keinen Bock zu, gucke ich mir nicht mehr an. Und von daher, halte ich es ganz einfach für sinnvoll, nach dieser Folge das Ganze erstmal zu beenden. Wie gesagt, es pausiert erstmal nur. Ihr kennt das auch von anderen Folgen bei mir. Wie Planet Nomads zum Beispiel, wenn es da nichts Neues gibt, pausiere ich das auch immer mal wieder. Aber ja, wie gesagt, jetzt hier ewig lang alleine weiterzumachen, habe ich nicht unbedingt die Lust. Und ich bin im Augenblick auch am Überlegen, ob ich dann nicht nachher nochmal irgendwo eine Infofolge mache. Weil zwangsläufig durch das Ganze wird sich ja einiges ändern. Und jetzt auch schon mal vorab. Ich suche natürlich immer für alle Let's Plays und eventuell auch für neue Let's Plays, suche ich immer noch Mitspieler. Na, also falls ihr Lust habt, hier irgendwo mit mir was zu machen, geplant war unter anderem Imperion. Da bin ich im Augenblick dran, den Server fertig zu machen. Habe ich aber keine Lust, alleine zu spielen.
wie gesagt, es müsste jemand sein, der dann auch nachmittags oder gegen Abend Zeit hat. Ich sag mal so, Zeitfenster 18 bis 20 Uhr und länger. Also entweder früher oder später, dann länger. Aber Kernzeit 18 bis 20 Uhr auf jeden Fall. Bei mir ist es also so, ich habe eigentlich immer Zeit. Außer am Wochenende. Weil Wochenende ist ganz einfach Familie und die geht vor. Und unter der Woche, am liebsten ist mir eigentlich immer im Augenblick der Mittwoch und Donnerstag, wo ich definitiv Zeit habe. Ich habe jeden Tag eigentlich Vormittagszeit, ich habe Mittagszeit, also ich sag mal so täglich bis 16 Uhr. Ist überhaupt kein Problem. Mittwoch und Donnerstag. Dienstag und Mittwoch auch länger. Und es wird langsam hell, endlich. Also wenn es um Server, Dedicated Server und so weiter geht, da haben wir hier was. Das ist ein Windows-Server, da können wir eigentlich ja, fast alles machen. So, wir haben das gepflanzt. Wir brauchen jetzt irgendwie 16 von dem Flachs. Und da gehen wir mal so ein bisschen suchen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier noch irgendwo was finden. Hier zum Beispiel haben wir was. Ich weiß nicht, hatte der Mike hier irgendwas angebaut? Das Feld ist leer. Und hier hat er kein Feld. Irgendwas hatte er da erzählt. Mit Feldern. Dass er so große Felder hat. Dann gehen wir doch mal hier hoch gucken. Okay, hier ist nichts. Ich denke mal, das sollen irgendwelche Wehrgänge werden, ja? Ich habe keine Ahnung, was er hier geplant hatte.
Planken, nix, Stöckchen, also wie man sieht, er hat richtig viel, hier sind Balken, runde Balken, Steine, also große Steine. Dann gehen wir doch mal gucken. Ja, bis hier hat er. Hier hat er die Mühle. Bin ich etwas irritiert, weil er hat hier den Turm und hat hier einen Turm. Aber hier zwischen muss doch irgendwas sein. Nee, da ist nichts. Er hatte doch hier aber... Ach nein, das war in seinem Haus, wo er das hatte. Nicht hier in der Festung. Nein, um ganz einfach hier einen sauberen Schnitt zu kriegen, suche ich im Augenblick nach Flachs. Ich habe hier jetzt welchen angebaut und wenn ich dem Mike da jetzt welches aus einer Kiste nehmen sollte, um dann eben genug zu haben... Dann ganz einfach kriegt er das natürlich wieder. Also ich nehme das jetzt nicht einfach nur raus. Das sind Samen. Ich brauche aber keine Samen. Ich brauche das hier. Was er hier alles rumliegen hat. Alles nur kein Flachs. Flachs. Also ich habe das dumpfe Gefühl, er hat hier auch keinen Flachs mehr. Wir tun ganz einfach mal das, was wir jetzt hier haben, hier mit rein.
So. Das heißt, wir haben ihm jetzt 16 Flachs hier rausgenommen. Okay, mal gucken, ob das reicht. 16 rausgenommen, 2 reingepackt, macht also 14 Flachs, die er von uns kriegt. Sobald wir hier das bei uns da abgeerntet haben, kriegt er die natürlich wieder. Gar keine Frage. Ja, nicht, dass er jetzt denkt, ja, er ist nicht da und jetzt holt er ihm alles aus dem Inventar raus. Nee, nee. So, mal eben gucken. Fertig. Die Sägemühle läuft, wie ihr seht. Ja, das war das Ziel dieser Folge, das noch zu schaffen. Das haben wir geschafft. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, euch in einem anderen Tutorial oder beziehungsweise nicht Tutorial, sondern in einem anderen Let's Play begrüßen zu dürfen. Eventuell später auch noch mal wieder hier, aber erstmal nicht. Also wie gesagt, Minecraft läuft, Planet Nomads läuft. Wenn ihr Lust habt, mit mir hier irgendwas zu spielen, dann meldet euch doch bitte einfach. Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, euch nächstes Mal irgendwo wiederzusehen. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, irgendwas mit mir zu spielen, dann meldet euch. Bis dann. Tschüss.